Hallo YouTube, da sind wir wieder. Wir haben in der letzten Folge, gerade kam der Angriff am Ende. Und jetzt in der Folge kümmern wir uns, dass das Krankenzimmer endlich mal fertig wird. Wir forschen jetzt an dem neuen Tisch, an dem neuen verbesserten Forschungstisch, um die Krankenbetten zu bekommen. Damit wir da ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Und Boomratten, die beiden stören mich, weil die unsere Sachen fressen. Und da jagen wir die jetzt und töten die. Auch wenn die explodieren gleich und uns das Leben zur Hölle machen. Aber ich will nicht, dass sie uns alles wegfressen. Das ist gut, dass er wegläuft. Zack. Haben wir die Boomratte? Nee, Boomerloop war das, ja. Im Grunde bräuchten wir halt wirklich mehr Platz hier oben, durch die ganzen Steine. Auch sehr gut. Das ging auch flott. Das Feuer kann sich, glaube ich, nicht ausbreiten. Dafür ist nicht genug Sachen, die hier wachsen. Warum habe ich das doppelt gebaut? Na gut. Ah, wir brauchen mehr Stahl. Das war noch unser Problem. Am Ende der letzten Folge. Hier sind nur Bauteile, aber kein Stahl. Hier oben ist Stahl. Das ist weit. Deswegen schaue ich mal kurz hier oben. Hier ist Stahl. Ja, dann nehmen wir lieber hier oben den Stahl. Auch wenn es im Endeffekt wahrscheinlich genauso weit entfernt ist. Wie das andere. 3x3. Das nehmen wir auch mit. Wir gehen jetzt mal kurz ein bisschen auf Stahlfarmen-Suche. Das ist zu weit. Wir bauen erstmal die anderen ab. Holz haben wir auch keins. Gar keins mehr. Doch, 13. Weil wir hinten noch Betten brauchen. Krankenbetten. Wir brauchen noch... Wo haben wir denn hier Handwerk? Da, Handwerk. Riesling auf 4. Vielleicht sollte ich Riesling erstmal auf... auf Bergbau 5, aber die müsste eigentlich dann... zuerst Handwerk... Er macht sie auch zuerst Handwerk. So, den Strauß können wir mitnehmen, dann können wir ein bisschen Fleisch kriegen. Zack, 32 Eisen, Stahl. Jetzt fehlt nicht mehr viel. 40, 44. Habe ich irgendwas übersehen? Ah, 340. Gut, unser Bauer schläft gerade. Und unser Fuchs hat jetzt... Unser Fuchs hat jetzt die... neue Stufe erreicht. Da ist er. Training. Hier Leine lösen. Er kann nicht retten, aber er kann jetzt bald Transport zumindest. Was auch nochmal unterstützend ist. Deswegen würde ich gerne noch mehr Tiere kaufen. Wir haben 35 Kräutermedizin. Und jetzt ist da schon wieder eine Boomratte. Wo kommen die denn immer her die ganze Zeit? Keine gute Position zum Explodieren. Oh oh. So, jetzt müssen wir alle... Was machst du? Ah, die ist Pyromane, ich vergaß. Oh, Kacke. Hoffentlich geht das gut, dass nicht alles verbrennt, aber es verbrennt auf jeden Fall viel... Ach, es verbrennt viel zu viel. Ja, war nicht ganz so klug. Aber ich wollte dann doch nicht, dass was passiert oder so. Rettungskapsel. Schauen wir uns das mal an. Was kann sie? Nahkampf. Verweigert fürsorglich sozialen Feuerlösch. Noch eine Pyromane, ein Psychopath und ein Nudist. Nee. Sozial hat keine Beziehung, ist kein Vater oder keine Mutter von irgendjemandem.
So, würdet ihr bitte mal jetzt das wichtige Feuer hier löschen? Danke. Die ganzen Stromkabel sind alle verbrannt. So, die brauchen wir auf jeden Fall neu. Die hier auch, das war's aber, glaube ich, oder? Ja, mach erstmal Mampfe. Ja, jetzt verbessere bitte erst die Sachen. Na gut. Ich hab nicht so, hab hier eh nichts zu sagen in dem Spiel. Immerhin kriegen wir neu. Immerhin baut sie direkt neue Nahrung an. Die Riesling. Gibt's eigentlich Wein in dem Spiel? Warum machst du denn nicht die Konstruktion zuerst? Ja, die ist wichtig. Aber die Stromkabel werden jetzt gerade wichtiger, damit wir den Strom von den Windkraftwerken zurückbekommen und über die Batterien speisen könnten. Okay. Das waren jetzt 2 Sekunden, die du länger gebraucht hättest. Kann sonst keiner Konstruktion. Konstruktion. Bauen. Ah, ich habe nur ihn auf Bauen gesetzt. Riesling kann das auch auf 4. 4? Ja, 4 ist okay. Aber die schläft auch gerade. So, die Baumwolle müsste ein bisschen schneller wachsen. Ich glaube, ich baue das Bambusfeld aus, weil gleich, dass wir im Bambus gleich rauskommen wird. Weil Bambus. Ach, Bambus ist ja verbrannt. Ja, ja. Bambusfeld erweitern. So. Sharon hat sich ein Zimmer eingeschlossen. Welchem? Wo ist sie? Die gar nicht. Macht sie gleich erst. Bedürfnis, warum? Zurückgewiesen von Kellis. Ja, du bist halt eine Pyromanin. Was für ein Psycho bist du überhaupt? Deswegen. Kann ich verstehen. Ich meine, ich mag Feuer oder so, aber... Auch früher gab es von meiner Oma in einem Dorf, gab es so einen Feuerteufel, der hat immer verlassene Häuser angezündet. Und... Also wirklich immer nur verlassene Häuser, wo niemand drin gewohnt hat, etc. Und das ging so über ein, ich weiß gar nicht wie lange, das ging, ein halbes Jahr oder so. Und irgendwann wurde er dann gefasst, der Feuerteufel, und es hat sich herausgestellt, dass er halt einer von der Feuerwehr war. Der sich, der so als Held gelten wollte, weil er auch immer zuerst am Brandort war und sich dadurch im Grunde im Endeffekt verraten hat. Weil es irgendwann nicht mehr sein konnte. Und so wurde er dann gefasst. Aber das war, ich glaube, ich war da so um die 10, 9, 8. Und hatten wir damals immer super Angst, dass er halt unser Haus anzündet. Oder bis das Haus von meiner Oma anzündet. Und wir alle verbrennen, weil nachts dann immer die Sirene losging. Also diese Feuersirene, und dann hast du halt rausgeguckt und hast du irgendwo im Dorf. Sie wohnt halt oben auf so einem Berg. Und du kannst perfekt ins Dorf runterschauen. Und hast du den Brand immer gesehen. Dann hat es immer so gelodert, lichterloh. Einerseits super faszinierend, auch diese Martinsfeuer und sowas. Aber andererseits hat das Kind vor allem auch ziemlich beängstigend. Aber es war schon nicht schlecht. Von daher, Feuer ist faszinierend, aber ziemlich gefährlich. Leider. Aber im Umkehrschluss bin ich zum Beispiel absolut kein Fan von Silvester, von Feuerwerk oder so. Also das schaue ich mir ganz gerne an, auch irgendwelche organisierten Feuerwerke oder sowas, aber jetzt so, ich weiß nicht, für mich hat es keinen Reiz, an Silvester, wie manche Leute, 300, 400 Euro für Raketen oder Böller auszugeben. Das doch nur verpufft. Sieht zwar schön aus, aber weiß mich nicht. Außerdem ist es nicht gut für die Tiere.
für die Umwelt, für die Tierwelt. Da muss ich kurz husten. Und ja, ich schaue es mir organisiert gerne an. Den Rest brauche ich nicht. Und ich glaube, in Frankreich oder in den Niederlanden ist es ja auch verboten. Privates Feuerwerk, da wird es ja auch nur organisiert. Ich glaube, auch wegen der Tiere. Und hätte ich auch nichts dagegen, wenn das in Deutschland passieren würde. Ich weiß, dass ich damit auch relativ viel Kritik stoße. Oh, ein neuer Boomer. Auf relativ viel Kritik stoße. Aber im Endeffekt ist es ja auch jedem das Seine. Wenn man es schön findet, dann soll man es machen. Will ich auch keinem Spaß nehmen. So, wir haben jetzt wieder genug Stahl. Jetzt können wir die Böden machen. Sterile Fliesen. So, das brauchen wir schon mal. Ich glaube, sterile Wände gibt es gar nicht, ne? Nö. So, dann hätten wir das dann schon mal fertig. Und wir müssen die Stromkabel gleich anders legen. Dass die durch die Wände durchlaufen. Oh, wir brauchen eine Lampe vielleicht. Die wäre noch ganz nett. Zack. Bau zuerst die Lampe, bitte. Danke. Sonst meckert er wieder, dass er im Dunkeln sitzt. Super, dann haben wir das schon mal und dann brauchen wir noch die Krankenbetten. Das wäre nur Warum gibt es denn so viele davon? Warum ist einer von uns, aber warum gibt es so viele Boomratten? Klar, wir jagen die jetzt wieder. War so klar, dass das wieder passiert. Aber diesmal war es nicht ganz so schlimm. Eigentlich gar nicht. Ist ja kaum was passiert, ne? Zack, bisschen aufräumen die da. Ja, toll. Dann ist der Raum gleich fertig. Jetzt frage ich mich, ob ich setze ich da erst normale Betten rein? Ich glaube nicht. Tut das halt keinen Sinn, da jetzt erst normale Betten reinzusetzen. Im Hinblick darauf, dass danach die Krankenbetten irgendwann kommen. Ja, ich glaube nicht. Brauchen wir mehr Stoff. Aber hier wächst halt auch wieder kein. So, Zone erweitern. Wir erweitern dich hier unten hin. Zack. So, ein bisschen mehr Stoff. So, 7 von 7. Training. Hervorragend. Jetzt kann er Sachen transportieren, der Fuchs. Aber er kann, glaube ich, nicht viel tragen. Geht etwas spazieren. Oder kann gar nichts tragen, zumindest keine Steine. Das wird auch nicht fertig. Granit. Stelle Granitblöcke her. Das stellen wir mal auf Pause. Details, Radio wird. So, dann sollte er erstmal. Aber wir haben keinen Platz für Granit, ne? Das ist das Problem. Hier oben noch Steine, die weggetragen. Ne, hier unten sind glaube ich die letzten Steine. Machen wir die mal weg. Und dann weiterhin ist das Gebiet hier oben einen kleinen Ticken. In der Hoffnung, dass sie jetzt da Granitblöcke hinsetzt. Psychisches Brummen männlich. Und sie macht's. Das ist halt auch ohne, dass sie es direkt dahin bringt. Obwohl sie baut auch direkt, aber trotzdem könnte sie erstmal fertig bauen. Fertig Granitblöcke setzen. Oder fertig Granitblöcke herstellen und dann setzen, so rum.
Du hast einen Zusammenbruch, Kellis. Mittelmäßiges Schlafzimmer, okay. Ach, das psychische Brumm zieht runter, jetzt klar. Na, die bleiben noch drinne. Damit wir jetzt eigentlich auch mal fertig werden mit dem Gebiet außenrum. Hier fehlen noch Marmorwände. Aber ich möchte jetzt echt erstmal, dass hier unten die Basis zu wird. Oh, Baumwolle. Das ist gut. Hier unten ist auch direkt noch neuer angepflanzt. Viel, viel größer nochmal. Da, wie man jetzt sieht, 340 ist halt nicht viel. Da kommt nicht so viel raus bei dem Stoff. Was machst du? Eine Stoffmütze. Ach, okay. Ich weiß, dass ich die ganzen Sachen verarbeiten könnte, die alten Klamotten, aber die ist halt alles normal und normales Material würde ich ungern verarbeiten, also wieder zu Stoff machen. Oh, 20 Bauteile haben wir noch. Wir brauchen eine Karawane, brauchen wir auch nicht. Raumschiff können wir sowieso noch nicht bauen. Produktion, Prothesen. Aber brauchen wir Prothesen? Wir haben gerade noch keine Prothesen. Der Stahl wird hier noch abgebaut, hier oben. Ist der hier oben abgebaut? Ne, noch nicht ganz. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Lager. Also nicht das Lager, sondern ein Klamottenlager. Da wäre hier oben der Platz vielleicht gar nicht so verkehrt. Abbauen Befehle. Das geht gleich schnell, das können wir gleich so abbauen. Ich glaube, das würde ich wegreißen und das würde ich auch hier eben machen. Besuchergruppe. Oh, sie haben was zum Handeln dabei. Das ist super. Bis jetzt hat man noch gar nichts gemerkt von unseren Männern. Von den Männerhassern, dass sie mit Männern zusammenleben müssen. Was ist denn hier passiert? War das ich? Ich glaube nicht. Aber können wir mitnehmen. Da sind sie. Elida, guck mal, was sie haben, bitte. Wir können verkaufen. Kräutermedizin, Mess. Oh, die nehmen unsere ganzen Waffen, die kein Mensch braucht. Pistole, Wurfspeer, Klamotten behalten wir auf jeden Fall. Die Jacke halten wir auch. Plattenrüstung. Nee. Zack. Bisschen Lager leer gemacht. Ein Puma. Ach so, beim Kochen könnte ich mal einstellen, dass er für die einfachen Mahlzeiten bitte kein Fleisch nimmt. Vielen Dank. Weil das brauchen wir fürs Tiertraining. Oder später für bessere Mahlzeiten. So, jetzt geht's los. Ah, deswegen 20 Stück, eben nur 6 davon. Also es ist nicht viel, was übrig bleibt. Was ist denn mit der los? Nettes Esszimmer, nicht darüber, die hat gar nichts. Gar nichts Negatives. Riesling. Erfreulich. Und der wächst, der Bambus. Was ist denn los mit dir? Geschenk von Sippe. Oh, da hat unser Fuchs das geholt, Slinker. Das ist nett. Vor allem haben die uns mehr geschenkt, als wir ausgegeben haben. So. Kriegen wir Nahrung. Wir wollten ja aus dem Marmor bauen, ne? Also das hier kommt weg. Das hier kommt weg. So bis hierhin. Dann kommt das hier weg. Und das wird auch noch gerade gemacht. Und dann haben wir hier eine gerade Base. Die könnten wir eigentlich hier noch nachher so hier so lang ziehen und dann hier hochziehen.
Das Holz müssen wir auf jeden Fall austauschen. Das Holz können wir jetzt schon mal austauschen. Marmorwand. Da reicht Marmor für. Aber obwohl, lasse ich das Lager da? Oder ziehe ich das Lager auch rein? In die Base. Fragen über Fragen und ich finde einfach keine vernünftige Lösung, weil ich keine Materialien habe, um das besser zu planen. Krankenbetten haben wir auch noch nicht. Die forscht immer noch nicht schnell. Die hat 9,13. Okay, mittlerweile forscht sie relativ schnell. Der Sommer ist da. Großhändler von... Oh, das ist praktisch. Stopp mal, wir können doch hier... Warum mache ich eigentlich normale? Warum mache ich nicht... Koche 4 einfache Mahlzeiten? Wiederhole immer, bis du hast. Und zwar 20 Stück. Pausiere, wenn zutrifft. Und mach weiter bei 6. Ne, bei 5. Kein Fleisch. Müsste es doch schneller gehen, oder? Ja, ich glaube, jetzt müsste es schneller gehen. Habe ich vorhin nicht drüber nachgedacht. Hatte ich vergessen, dass die Funktion da ist. So, wo sind die Großhändler da? Ich glaube, die nehmen alles mit. So gut wie alles. Ja. Fleisch verkaufen wir auf gar keinen Fall. Reis verkaufen wir auch nicht. Bauteile auch nicht. Bauteile könnten wir kaufen. 37 Stück. Mhm. Das ganze Leder. Hau ich auch mal raus. Brauchen wir auch nicht. Stein behalten wir. Hosen. Parker. Okay, Stehlampen und sowas brauchen wir nicht. Die können wir selbst bauen. Die sind unnötig. Jetzt haben wir noch minus 5. Hier ist eine Kuh. Boah, wir könnten eine Kuh und einen Stier kaufen. Aber wir haben kein Tierfutter. Aber damit könnten wir Milch züchten. Was machen wir mit der Milch? Nichts Sinnvolles, wie immer. Weil hier könnten wir im Grunde Fruchtbarkeit 70, 100. Hier könnten wir ein Tierfeld anbauen, wenn wir doch hier ein Tiergehege machen. Dann hätten wir wenigstens 2 Kühe. Eine Kuh und einen Stier, meine ich. Ich weiß nicht, ob sich das schon lohnt. Zack. Komm, wir gucken mal. Wir kaufen eine Kuh und einen Stier. Kuh? Nee. Kaufen wir nicht. Hat keinen Sinn, das jetzt zu kaufen. Hat's wirklich nicht. Zu früh. Ich bin froh, dass unsere Nahrung jetzt mal reicht und dann müsste ich, wenn man das hier anbaut, zack, wo ist es? Heugras entweder oder halt Tierfutter herstellen. Schlachtbank, Aufgabe hinzufügen, Trockenfutter hier. Trockenfutter wird rohes Essen. Was ist rohes Essen? Fleisch, vegetarisch. Trockenfutter. Könnte man aus Reis herstellen. Aber es lohnt sich, glaube ich. Also Heugras eher. Aber ich glaube, obwohl fressen Kühe Heugras. Bestimmt, oder? Trockenfutter, verarbeitetes Essen, Flüssigkeiten, Früchte, Samen. Laufgeschwindigkeit. Achso, das ist der Stier. Ich brauche die Kuh, die Muku. Hier steht irgendwo was davon, wie viel Milch die gibt. Nein. Auch nicht. Ja, ich bin noch unschlüssig. Ich weiß es absolut nicht.
Macht's gut. Jetzt ist die Antwort gefallen. Jetzt frage ich mich, wie habe ich das richtige. Na doch, die Kühe hat mich nicht gebraucht. Das wäre echt zu früh gewesen. Überfall. Eine Pistole und. Eine schwere Maschinenpistole. Das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Ob wir die verteidigt bekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dann.